Kranparus die dritte, und damit meldet sich der Weihnachtsrand zurück aus der Welt von Drakensang Online. So, das dritte Mini-Event, Kranparus Schrecken 3 von 3, wurde jetzt gestern auf den Live-Server aufgespielt. Das ganze Event geht insgesamt 5 Tage. Also zum aktuellen Zeitpunkt geht es halt nur 4 Tage und 12 Stunden. Das haben die von BigBond ein bisschen verlängert, weil die letzten beiden Mini-Events gingen jeweils 3 Tage. Wahrscheinlich, wenn man im letzten Mini-Event hier jeweils pro Kill 10 Münzen bekommt, dass man, wenn man fleißig ist bzw. stark oder genug Geld hat, dass man sich noch das große Geschenk in King's Hill abholen kann. Jo, und als Belohnungen gibt es dieses Mal 3-mal den Lebkuchenfiesling, 3 legendäre Ausrüstungen, 2-mal den großen Edelsteinbeutel, 2-mal ein vergoldetes Kleeblatt, 25 Festus mit Wintermünzen, ein mächtiger Seelenwächter, 20 mächtige Seelenwächter, 6 Amphorenschlüssel, einmal den Titel Retter der Mitwinterfreude, und wenn man alle 3 hat, bekommt man generell den Gesamttitel, und den festlicher Fluoridkristall. 3% erhöhte kritische Trefferwertung, da gab es jeweils in den anderen beiden Mini-Events einen Stein, den blende ich dann oben nochmal ein. Und wenn man die beiden, also die 3 insgesamt zusammencraftet, bekommt man einen besseren Stein raus mit jeweils 4% mehr Lebenspunkte, 4% mehr kritische Trefferwertung, und das andere war, glaube ich, 4% kritischer Schaden, sonst bessert mich einfach aus, wenn ich da jetzt falsch liege. So, drakenmäßig gibt es 25, 50, 85, 120, 170, 235, 305 Draken. Ja, das passt. Das gesamte Event findet jetzt dann auf tödlich statt. Das bedeutet, dass die Monster 400% mehr Grundschaden haben, 1300% mehr Lebenspunkte. Die Elite-Gegner und Anführer haben 4 zusätzliche Fähigkeiten. Bosse und Welten-Bosse haben jeweils 3% am 3 Fähigkeiten mehr, und Erfahrungspunkte für besiegte Gegner sind 400%, und jeweils die Item-Drop-Rate wurde erhöht. Was ich jetzt so mitbekommen habe, vor allem von den Uniques hier, die Dinger sind sowas von dermaßen in Keller, die Drop-Chancen, dass sich das wahrscheinlich gar nicht mehr auszahlt, die irgendwie zu bekommen. Ich habe mich jetzt dann vorsichtshalber hier mal auf Dev gesetzt, weil ich war vorhin mal drinnen, und das Ganze wäre doch besser, wenn man fast bis zum Ende auf Defensiv durchläuft, weil da spart man sich Zeit und Andermant und ist wahrscheinlich auch besser so, weil an der Mand, wer sich kauft, muss es mühselig erfarmen, und jetzt ein 120 fürs Wiederbeleben ist auch nicht gerade immer fein. Hier schauen, dass ich hier super durchkomme. Da mal kurz rein und gleich weiter. Die Laser dürfen mich nicht treffen, das läuft schon mal sehr gut. Ja, der hat mich erwischt. Und da sind wir das erste Mal gestorben. Hier durch, leider nein. Okay, das ist gerade ein bisschen eine blöde Situation. Hier, du triffst mich nicht, Bas, du triffst mich auch nicht. Da gleich mit einem Heiltrank. Effekt, Effekt, Effekt. Das war. Ich bleibe jetzt hier gleich mal auf Rot, auch wenn es mir wahrscheinlich nicht viel bringen wird, dass ich wenigstens ein oder zwei Monster im Defensivset Blatt bekomme. Hup, da mal rein, da mal raus. Ja, sagt mal, wie weit muss man denn eigentlich hier in diese Zone? Da müsst ihr wirklich 4-5 Meter reinlaufen, damit die wirklich gezählt werden. Das ist auch ein bisschen schade. Man muss ja denken, da hast du vielleicht noch einen Millimeter Balken, dann läufst du einmal ganz kurz rein, denkst, du bist eh gerettet. Und dann killt dich dieses Ding hier einfach eiskalt.
So, hier kommen wir eh flüssig durch. Okay, jetzt muss ich das hier ein bisschen besser timen hier. Rein. Bis jetzt sieht's mal gut aus. Wir sind einmal gestorben wegen Unachtsamkeit. Das kann man noch mit einberechnen. So, du erwischt mich eher nicht. Das ist eh schon mal fein. Das gibt's doch nicht. Gerade auf den letzten Metern erwischt mich der blöde Laser. Also ich muss wirklich sagen, das hat Big Bond extrem schwierig hier gemacht. Also das ist wirklich auch sehr gemein für die schwächeren Spieler. Ich sag mal so, wenn man hier jetzt 5-6 Runs hat, hat man also ein bisschen die Routine draußen, dann kann man sich ein bisschen mehr erlauben, aber so ist das halt ein bisschen schwachsinnig. So, dann gehen wir hier wieder runter auf unsere Standards. Sollte das Audio am Anfang des Videos ein bisschen leiser sein, ich habe gerade bemerkt, ich habe das Audio von Camtasia ein bisschen zu leise eingestellt. Das werde ich dann später noch ein Stückchen hochschrauben. So, und jetzt nur hoffen, dass wir hier recht positiv durchkommen. So, das schaut schon mal gut aus, das sieht schon mal schlecht aus. Hier drüber, du erwischt mich nicht. Uah, oder doch? Bei Camparos ist jetzt das. Ja, genau, ich wollte es gerade sagen. Also, wir holen hier mal unseren Teddybären und vielleicht hier zur Feier des Tages so einen Doltak-Beschwörer. Weil der ist extrem gemein. Erstens nicht nur, dass die Monster sehr viel aushalten, das spawnt zusätzlich noch hier ein paar Dinger. So, das stelle ich mir aber mal hier hin. Weil der wird da wahrscheinlich nicht durchschießen. Startet er mit seiner AOE, die brauchen wir gerade auch nicht. Also ich sag mal so, der kleine Doltak hier, der ersetzt mir ein bisschen den DK. Das ist eigentlich auch gerade fein, weil dann brauche ich ihn nur draufhauen. Und ohne dass der jetzt seine Schergenbeiter spawnt, das ist auch nochmal ein Bonuspunkt. Aber man sieht schon, obwohl ich viel austeile, das geht schon recht in die roten Essenzen rein. Interessant wäre überhaupt mal, wenn die so ein System wie bei Pokémon einfügen würden. Das hat zum Beispiel die Eisgegner, die haben eine gewisse Schwäche für Feuer, die Feuergegner halt für Wasser und so weiter und so fort. Weil ich meine, ob ich jetzt mit einem Feuerball und mit einem Eisgeschoss drauf haue, das richtet sich eigentlich nur nach einem Skiller, also, aber nicht nach der Type des Gegners. So, da gibt es sogar ein Legi. Hier kommt Besuch, den brauchen wir nicht. Ich gehe hier aber gleich mal wieder auf mein Ding, weil sonst sind wir hier relativ, ja, ich wollte es gerade sagen, tot. Aber wir müssen hier schauen, dass wir die Kinder rechtzeitig befreien. Jetzt ist leider unser Begleiter auch weg. Also es wäre Big Bond, wenn du eine. So sollte das ja irgendwer von euch sehen, was ich jetzt bezweifle. Also dieses Video bekommt wirklich 100.000 Aufrufe, was natürlich in der Million Jahre nicht passieren wird. Wenn ihr wirklich das nächste Jahr wieder die gleiche blöde Idee habt, das mit diesen Schwierigkeitsgraden hier zu machen. Dann schaltet doch bitte beim Zurücklaufen die Laser aus. Weil ich meine, die Laser sind hier eigentlich die Hauptgefahr, weil dieser Kältebuff, der ist eigentlich im Prinzip relativ egal. Die Monster, bei denen kann man sich auch eigentlich relativ gut vorbeischummeln und einzig und alleine die Laser killen einen.
Und das ist auch ein bisschen schade, weil Bitcoin hier einfach wahrscheinlich mehr aufs Finanzielle geschaut hat. Jetzt habe ich aber halt die Kugel drin, deswegen teile ich nicht zu so viel aus. Mit Kugel dürfte ich eigentlich nur 30% Crit haben oder so. So, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Ich mache mich hier wieder mal zum Obernub. Aber man sieht hier wirklich mal, was die Sachen, also die Monster vor allem aushalten, weil man bedenke, ich habe mit einer Hand 3600 Grundschaden mit dem Buff. Ja, also mit dem Buff von Hexenset, sofern ich das jetzt drin habe, ja, komme ich insgesamt auf 4300 Grundschaden. Das Ganze nochmal in Kombination mit roten Essenzen und wow, hau ab. Also in Kombination mit roten Essenzen und dann noch eine hohe kritische Trefferwertung, dazu noch die hohe Crit-Wertung, die was ich habe. Also alles in allem, ich müsste hier eigentlich relativ viel Schaden austeilen, weil man sieht hier auch, was ich allein nur mit ohne Crit schon zusammen bekomme, und die Monster, die halten das einfach aus, und das ist auch ein bisschen gemein für schwächere Spieler. Komm schon, komm schon, komm schon. Mann, das ist doch so. Ja, dieser Andermann-Drop, der bringt mir jetzt dann auch nichts mehr. Nein, tut mir leid, Xenon. Ich will nicht mit Event. Ich bin gerade Event und ich werde es damit wahrscheinlich auch sein lassen. Weil es einfach. Ich habe ja auf Facebook zwar schon gesehen, da haben die ersten schon. Na, Kürte da. Ich hab. Ich hab 8000 Lebenspunkte, volle Leben. Und da killt mich einfach so ein blöder 7K-Hit. Ah, wo bin ich stehen geblieben? Genau, bei einigen Leuten auf Facebook habe ich gesehen, die hatten das Event nach kürzester Zeit fertig. Aber auch nur deswegen, weil sie sich den Fortschritt gekauft haben. Und so, jetzt nehme ich aber die letzten Mal komplett mit. Weil sie sich den Fortschritt gekauft haben. Und da muss ich dann wirklich sagen, wenn. Ich glaube, so preis-leistungsmäßig, wenn's, weil das große Geschenk, das kannst du sonst so nicht öffnen mehr. Oh, okay, haben wir es noch. Am preis-leistungsmäßig wird es wahrscheinlich, wenn man sich durchbait, mit den 40, 50 Euro billiger kommen, als wenn man hier jede Runde 10 Mal stirbt, so wie ich. So, jetzt haben wir im ersten Run 132 bekommen, das. Heißt, das werden wir so um die 25 bis 30 Runs werden. Was ich ganz bestimmt nicht mache. So, jetzt haben wir, wie viel haben wir noch? 14.000 Andamant. Mein Inventar ist voll. Jetzt kann ich noch zum Abschluss hier ein bisschen was beim Gaukler lassen. Und zwar bei denen. Viel erwarte ich mir eh nicht, weil ich habe nämlich heute hier schon ein Kleeblatt bekommen. Dann noch zwei rein. Dann noch zwei rein. Und beim ersten gehe ich runter bis auf 12.000. Ich glaube, die Musik, was man hier im Hintergrund hört, das haben sie mit dem letzten Event eingefügt, also mit dem letzten Release eingefügt.
Gefügt ist eigentlich auch so ein nettes kleines Detail am Rande. Also ich muss sagen, von der Spieloptik, von den Details her, bei Big Bond wirklich 50 1A. Aber so vom Spielgameplay her, es ist ein bisschen schwach. Vor allem nettes kleines Detail, was mir ohnehin noch aufgefallen ist, in den Städten sind ja überall diese Lebkuchenmännchen verteilt, diese 2 Meter großen. Und da habe ich, oder halt diese kleinen auch. Da ist noch ein ganz ein kleiner, so eine kleine Familie, die was sich über Geschenke freut. Weil da habe ich ein bisschen gesehen, er hat so ein kleines Scharmützel zwischen den Fieslingen und den Lebkuchen gegeben. Also für sowas muss ich bei Big Bon wirklich mal ein großes Lob aussprechen. Also wirklich diese Liebe in Detail, da muss ich den, ich weiß nicht gerade, wie diese Leute heißen, diese, ich nenne es mal World Editor oder Map Editor, Mitarbeiter, denen muss ich wirklich ein großes Lob aussprechen, weil, und hier unten auch ein kleines Geschenk, weil wirklich an jeder Ecke so wunderschön ausgeschmückt, überall gibt es ein bisschen was zu entdecken. Wenn man sich einfach mal die Zeit nimmt, stehen bleibt und das Ganze ansieht. Und dann war's mit der Aufnahme und ich würde einfach sagen, es geht beim nächsten Mal weiter.